Und junge Frau, was haben Sie zu dem spanischen Strand zu sagen? Ja, das ist wirklich herrlich, toller Sandstrand, herrliches warmes Wasser. Alter Teufel, wo ist denn deine Badehose? Die hat die Mama mitgenommen. Ja. Mutter, ich hab gerade deinen Arsch gefilmt, deinen fetten. Was? Wo ist denn der? Der ist knackig, der. Knackig, sagt man jetzt schon so dazu. Ja. Knackig. Hier, Milch, was passt denn? Hier habe ich ein paar solche Meerespflanzen gefunden. Lass mal sehen. Immer vielleicht, ja. Jetzt, ja, super. Sorry. Bleib halt stehen, ich bring meine Kamera schon in Position. So. Ja. Und was willst du jetzt mit den Pflanzen machen? Eine Meeresdekoration. Mit dieser Wasser, ja, kann man hier so drunter legen, dass man die Stelle nicht sieht. Ja. Das heißt, du musst die erst einmal trocknen, die Kacke. Ja, die müssen getrocknet werden. Gut. Also kein Algensalat, wie du das immer planst. Nee, das wird nicht gegessen, das ist so Deko, da wird was gekostet. Ein Stillleben am Strand. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie viele Jahre das dauert. Also diese zwei Stühle und das Boot und die kleinen Kinderstühle sowie die zwei Bälle in diesem Boot haben wir heute geschenkt bekommen, auch den Hula-Hoop-Reifen von einer englischen Familie, die zurückfliegen musste, Urlaubsende und so, ne? Und es leider nicht den Flieger mitnehmen konnten. Und bevor sie es wegschmissen, haben sie es dann uns geschenkt. Ist alles top in Ordnung. Und ich sage an dieser Stelle dieser Familie nochmal ganz herzlichen Dank. Okay, to the family, was give us the present of the chairs and the boat and the balls. I say especially thank you. Ja, außen hast du noch einen Haufen Sand dran hängen an dem. Mutters Füße entsandten. Die Revue-Walzen werden poliert. Das müssen wir auch machen. Ja, weil sonst hast du so viel Sand im Wohnmobil, dass das nicht mehr backst, echt. Ja, da schaut er die Mutter an. Streckt sie wieder ihren dicken Popo raus. Wann ist denn der dick? Da schaut er den an. Richtig quadratisch erscheint er im Bild. Vater ist wieder böse. Ich hab gesagt, das ist ein Quadratschädel, aber kein Quadratkopf. Naja, viereckige Augen vom Fernsehglotzen, das wissen wir, dass du hast. Ja, ich hab die Fernsehen schon mal angeguckt. Ja, genau. Vor allem so viel. Gar keinen Empfang, weil das ja dann nicht so sein. Ja, dann musst du halt mal LMB einbauen. Ja. Achso, da bin ich ja eh zuständig und dann lass ich weg. Ja.